Hallihallöchen und willkommen zu einem neuen Part von Die Sims Mittelalter mit unserer Hannelore. Hi Hannelore. Ja, Lilly, die treibt sich hier irgendwo rum. Ich habe keine Ahnung wo. Und ja, wir müssen auf jeden Fall noch den Schwertkämpfer Simon in einem Duell besiegen. Und wir haben heute noch ein wenig was zu erledigen. Und zwar müssen wir zwei neue Gesetze verfassen und ein Edikt erlassen. Das heißt für uns, wir tippen erstmal wieder nach Hause. Denn viel können wir ja im schwangeren Zustand ja leider nicht machen, so wie unsere gute Hannelore es ja nun schon mal wieder ist. Ich hätte echt nicht gedacht, dass bei jedem Mal Pimpern hier gleich ein Braten in die Röhre geschoben wird. Aber ist okay, vielleicht wird es ein kleiner Junge. Wir werden sehen. So, auf jeden Fall jetzt erstmal nach Hause. Genau, unsere Dienerin ist auch da. Ist das? Nee, ist nicht unsere Dienerin. Okay, aber hätte sein können. So, dann werden wir jetzt hier ein neues Gesetz verfassen. Zwei neue müssen wir verfassen, okay. Hier ist auch voll die Party gerade. Ist in Ordnung, kann ich mit leben. So, los und noch ein neues Gesetz, bitteschön. Und dann müssen wir ein Edikt vorschlagen. Und dann darfst du dich vielleicht auch gerne amüsieren. Ich weiß es noch nicht. Wir werden sehen. Verlange Steuern von Handwerkern, damit Händler und Kaufleute größere Gewinne machen. Eine Steuer auf alle nach Jesuwa importierten Waren. Nö, wir werden... Ach so. Oh, okay. Das wird dann, in Werkeslo geht dann der Rang runter und in Nachlässlingen geht der Rang hoch, aber wir machen jetzt einfach das. Und dann ist auch schön. Und Hannelore tanzt jetzt? Ach, wie schön. Kann man eigentlich auch mit jemandem zusammen tanzen? Nee, oder? Nö. Das ist ja schade. Wäre bestimmt auch süß gewesen. Aber ihre Blicke verraten alles. Okay, gut. Haben wir das, dann könnten wir ja jetzt wenigstens hier noch Hof halten. Haben wir wenigstens was zu tun, würde ich sagen, oder? Und sitzen nicht nur, oder stehen nicht nur blöd rum und tanzen. Dafür sitzen wir jetzt schön blöd rum und warten. Aber ist okay. ich würde sagen, wir könnten uns ja mal nach Lilly umschauen, aber ihr Symbol wird ja auch gar nicht mehr angezeigt, deshalb brauchen wir nur draufklicken. So, Lilly Süße, was machst du? Auch nicht weiter, hm? Du rennst den ganzen Tag nur rum. Wir können sie nicht umziehen, wir können mit ihr irgendwie gar nichts machen. Ich finde das ein bisschen schade, dass ich sie nicht steuern kann. Okay, mit Hofhalten ist auch vorbei. Dann können wir ja trainieren, weil wir nicht können. Genau, wir können ja mit Dante Karten spielen. Mitspielen, machen wir es so. Genau. Habe ich ein bisschen was zu tun. Bitte. Na dann, legt mal los hier. Was, das war's schon? Wir können ja... können wir nicht wetten mit ihm? Ach nee, das ging ja glaube ich nicht. Die Abstimmung über den vorgeschlagenen Edikt erfolgt in 30 Minuten.
Ja, ihr Lieben, und falls es euch noch nicht aufgefallen ist oder falls es euch wahrscheinlich schon längst aufgefallen sein sollte, ich rede heute total durch meine Nase. Der Schnupfen an sich ist besser geworden. Aber dafür ist die Nase heute komplett zu. Und ich muss halt heute leider durch die Nase sprechen. Ist echt unangenehm. Nicht gerade die schönste Art und Weise des Redens. Am liebsten würde ich meine Klappe halten. Aber ich habe so Lust auf aufnehmen und ja, will darauf nicht verzichten. Mir ist selbst auch schon aufgefallen, dass ich in meinen letzten paar Videos schnaufe wie ein Walross. Weil ich halt wirklich nicht durch die Nase atmen kann. Das ist total irr halt, ne? Aha, was macht ihr denn hier? Okay, Verdikt abstimmen. Verlange Steuern von Handwerkern, damit Händler und Kaufleute größere Gewinne machen. An Markttagen werden zusätzliche Wachen ins Dorf geschickt, um Diebstähle und Schmugglerei zu verhindern. So, dann nehmen wir das, weil da schneidet keiner schlecht ab. Und deshalb machen wir das einfach. Okay. Gut. Sehr schön. Seems to refrain. Ah, Wolke. Wolke. Man hat ja eine Hakennase. Marcel. Aber Hannelore scheint glücklich zu sein mit ihrem dicken Bauch. Ich wünsche es ab. Nee, los. Oh, was ist, war es schon? Was ist das für ein kurzer Knutscher? Können die nicht heiraten oder so? Das finde ich auch ein bisschen kurios, ne? Eine Geschichte erzählen. Ah, oh, wir können mit Lilly interagieren. Vintage Robin. Woblim Denev Konif. Mal, ich finde es ein bisschen schade, weil wir mit ihr nicht kuscheln können oder ja, sowas. Ich meine, es ist doch unser Kind. Ja, wir können sie aber kennenlernen und nach ihrem Wohlbefinden fragen und die Schwangerschaft verkünden, dass sie ein Brüderchen oder ein Schwesterchen bekommt, ein bisschen tratschen und auch plaudern und bitten, den Bauch zu berühren, können wir sie auch. Und sonst hat sich aber eigentlich eine ganz gute Beziehung mit ihr. Liebe geben, okay. Über die Familie können wir auch. Meine kleine süße Lilly, die ist so putzig. Sie hat scheinbar blaue Augen. Ja. So ihr bei mir. Die Süße, ey. Hier brennt ihr? Mit Hustima. Grünig. Klopft sie ihrer Mutter auf die Schulter. Hausherrin Samantha zieht scheinbar jeden Tag ein neues Kleid an. Dekadent. Divine, ja, Parsel. Wogan? Also ich ziehe auch jeden Tag neue Kleidung, aber ich glaube, damals war das halt echt nicht der Fall, ne? Damals hat man ein Kleidungsstück gehabt, oder vielleicht auch zwei. Und dann war es das eigentlich auch schon. So, wir können ja nochmal tratschen und Massenstein. Hast du gesehen, was Harlequin Marion mit ihren Haaren gemacht hat? Hat ein bisschen was von der Grubestie, wenn du mich fragst. Das hatten wir schon mal. Ein Insider-Witz. Und nachahmen können wir sehr mal. Ah, schön, dass sie sich so verstehen. Das war's. Wir können sie ja mal einkaufen schicken. Mal schauen, was dann passiert. Oh. Oh, das hat ihr wahrscheinlich gerade nicht so gepasst, unserer kleinen Lilly. Aber ja, da muss sie jetzt durch. Jo, ist das nun mal. So, wer bist du denn? Hellseherin Donner. Wir werden mal mit ihr wetten. Eine Runde spielen. Und sie hat sich in ihren Finger geschnitten. Ja, passiert, würde ich sagen. Und ihr Lieben, ich habe völlig verpeilt, auf die Uhr zu gucken. Oh, wie ich es ja so oft tue. So, gewinnen wir. Oh nein, wir haben verloren. Das Kleid ist auch hübsch hier.
So, was könnten wir denn jetzt machen eigentlich? So. Wir hatten doch ein Buch, das könnten wir vielleicht lesen. Mein Lieblingsfestbierrezept. Das lesen wir jetzt einfach mal. Oh, wir haben einen Aal gefangen. Okay, den hängen wir mal mit hoch in die Speisekammer, ne? Kann ich den hier einfach so reinschieben? Ja, das funktioniert. Das mache ich mit den Kräutern jetzt auch einfach mal so. Und die muss ich alle einzeln reinpacken. Hier gibt es nicht so ein Dreieckchen. Das ist ja auch ärgerlich. Naja, gut. Dann rein damit. So, und hier machen wir auch eins rein. Was ist das? Irgendwelche Samen und eine Karte vom Gastrobach. Können wir aber leider nichts weiter mit anfangen. Okay. Hensipe, Orbitrage, Pramsel, Nesselfrench, Washimblast, Dremel. Und als nächstes, wenn sie das Buch durchgelesen hat, können wir ja mal so ein Bier brauen hier. Und danach was zu essen machen und ja. Vielleicht gehen wir auch mal baden. Wäre ja auch mal eine Idee. Oh, cool. Ein gewöhnlicher Schmiedehammer. Das Grobium verleiht ihm Gewicht, doch ansonsten nichts weiter. Geflügel, okay, Lebensmittel können wir also einkaufen. Angreifen 1, Gewicht 6. Ja, da müsste man jetzt wissen, was man selbst hat, ne? Naturbelassener Stab. Dieser aus lebendem Holz geschnitzte und mit der Kraft der Natur getränkte Stab befindet sich oft im Besitz von Druiden und anderen Wächtern des Waldes. Macht 2. Aha. Geige. Ah, ich will eine Geige haben. So. Werkesloher Energietrank. Mäßige Heilsalbe. Die holen wir uns mal. Rüstung aus Bärenhaut. Verteidigung 2, Gewicht 2. Aber wenn ich jetzt wüsste, was wir haben, wäre das so viel cooler. Ah, Moment. Ach nee, sie hat ja nichts im Inventar, die kleine Lilly. Wo sind denn jetzt die Sachen hier, die ich schon ausgesucht hatte? Ach, wie blöd. Jetzt muss ich das normal alles auswählen. So, die Geige. Und was wollten wir noch? Wollten wir noch irgendwas haben? Ja, genau, die Heilsalbe. Tollkirsche. Dieses bei falscher Zubereitung extrem giftige Kraut erfreut sich bei der weltweiten Spinnenpopulation größter Beliebtheit. Es wächst meist in der Nähe von Steinen und Felsen, die die Hitze der Sonne bis in den Abend speichern. Okay. Panzer aus großen Platten. Oh, der ist bestimmt nicht schlecht. Den holen wir uns auch mal. Ein Walfänger, Walboot. Aha, Gewürze sind immer gut. Oh, hier haben wir eine noch bessere Rüstung. Nehmen wir doch lieber die, oder? Moment, jetzt muss ich selber kurz gucken. So. Verteidigung 5. Hier steht es leider nicht mehr. Müsste ich nochmal hochscrollen. Aber ich vermute mal, die ist besser. Deshalb nehmen wir die jetzt einfach mit. So, und dann das Schwert würde ich hier noch mitnehmen. Kann man mit dem zuhauen, mit diesen Hämmern? Oder nehmen wir das Schwert noch? Und dann ist schick. Dann kommen wir wieder nach Hause, Lilly. Schlepp mal schön nach Hause alles. So. Okay, machen wir mal ein bisschen einkaufen. Apropos einkaufen, können wir hier eigentlich noch irgendwas Schönes, was wir noch nicht haben oder irgendwie was zur Unterhaltung dient oder so? Das wäre ja auch ganz cool. Ja, das ist nur Dekoration, Oberflächen, Komfort. Ich kaufe der Lilly jetzt einfach mal eine Puppe.
Achso, ein Teddybär hatten wir ihr ja auch schon gekauft. So, jetzt hat sie noch eine schöne große Puppe. Und dann gucken wir erstmal, wann die Lilly uns unsere Sachen bringt. Können wir schauen, wo sie ist? Glückwunsch, Gräfin Hannelore hat das Rezept für Festbier freigeschalten. Cool, dann können wir jetzt Festbier brauen, vermute ich mal. Gehen wir doch mal gucken. Wo ist sie denn jetzt? Hannelore? Hannelore? Steckst du jetzt da unten fest? Oder was? Komm, brauen. Ah, da ist sie. Wieso können wir das jetzt nicht brauen? Ach, dafür brauchen wir Honig und Gerste und Weizen und so. Okay. Ich würde gern Wein brauen. Plupp. Löffel auf. Okay. Dann Essen zubereiten. Was machen wir da? Ich weiß es selbst noch nicht. Aalbrühe. Wir machen uns eine Aalbrühe. Hier gibt es scheinbar nur so ein Schlabberzeug. Hier kann man sich kein Schweinekotelett oder sowas machen über dem Feuer. Nein, nur Suppen. Dabei lassen sich Suppen doch echt blöd mit Fingern essen, oder? Also, ich kenne mich da ja nicht so aus, aber ich würde das halt mal annehmen. Dass es so ist, ja. Okay, gut. Das bin ich! Ifim! Ja, ist okay. Na los, Aalbrühe essen, nicht Bauchstreicheln. So, was haben wir hier? Rückenschmerzen. Ja, kann ich auch nicht ändern. Hier gibt es leider kein Wellness-Center. Bei Quest im Rückstand. Ja, tut mir leid, aber was soll ich tun? Du bist schwanger. Schon wieder. Da kannst du nicht kämpfen gehen. Das geht nicht. Da ist Lilly. Lilly soll uns unsere Sachen geben. So. Alles nehmen. Wie schalte ich das wieder aus, dass ich diese Rüstung nicht trage? Ich möchte halt gern... Ah, ausrüsten, okay. Und das auch ausrüsten. So, dann gebe ich Lilly die mit, dass sie die das nächste Mal verkaufen kann hier. So. Das kann sie auch verkaufen. Brauchen wir ja nicht mehr. Okay. Gut. Hast du fein gemacht, Lilly. Du ganz toll gemacht. Warst du schön shoppen gewesen, ja? Fein gemacht. So, okay. Wir können ja ein bisschen Chinchillas haben meinen Nachttopf gefressen spielen. Und da wird direkt angefangen zu tanzen. Ah, sie kann das auch gut, ne? Also, ich meine, hallo, sie fängt an und kann es einfach. So, was können wir noch spielen? Gib dem Chirurgen einen Kuss von mir. Und danach können wir Monarch auf der Anhöhe spielen. Sallys Kettenbrief können wir auch noch spielen. Ich mag ja Geigenmusik. Finde ich echt ganz schön.
Naja, gut. Ja, hier drüben ist unsere Dienerin wieder am Schrubben. Ihr kommt immer, wenn ich fertig bin mit Spielen. Schon gemerkt, Jungs? Nein. Und Dante, du stinkst schon wieder, du alte Sau. Komm, ich zeig dir jetzt mal, wie man baden geht. So. Aber gut, ihr Lieben, ich glaube, die Zeit ist auch schon wieder um. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Part wieder reinschaut. Und bis dahin sage ich Tschüss.